Herr Koch, erstmal schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie sind jetzt hier neu am Haus, Sie sind der neue Pflegedirektor. Wie hat es Sie nach Weißenfels verschlagen? Weißenfels liegt für mich um die Ecke. Ich komme aus Bad Dürnberg, habe einen Anfahrtsweg jetzt von fast 15 Minuten, wenn die Autobahn frei ist. Und für mich ist das ja der Moment gewesen, wo ich sage, hier kann ich mich weiterentwickeln. Und hier lerne ich was Neues, habe neue Herausforderungen und ja, freue mich jetzt auch hier zu sein. Die ersten Wochen waren schon sehr fordernd, will ich mal sagen. Aber alles gut. Gibt es hier keinen, wo ich sage, mit dem kannst du überhaupt nicht. Die Leute sind alle freundlich, familiäres Haus, auch wenn das gar nicht so klein ist, aber passt. Das beantwortet mir eigentlich schon meine nächste Frage. Sie sind hier herzlich aufgenommen worden. Sehr, sehr. Also man muss auch sagen, die Geschäftsführung hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Für mich gab es am Anfang so eine Willkommensveranstaltung, wo die Mitarbeiter die Chance hatten, mich auch kennenzulernen. War so eine Art Speed-Dating gemacht, sodass ich da wirklich von Tisch zu Tisch gehen konnte. Und ja, habe da viele Kontakte auch schon knüpfen können, gleich am Anfang, auch wichtige Kontakte. Und habe auch ein relativ gutes Bild schon mal von den Menschen hier gewonnen, die ja halt täglich ein- und ausgehen. Wie groß ist das Team, das Sie betreuen oder wer, ja? Also ich habe die größte Berufsgruppe zu führen, den Pflege- und Funktionsdienst. Wir unterstehen fast 400 Mitarbeiter. Das sind natürlich alle examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger, die Krankenpflegehelfer. Wir arbeiten mit examinierten Altenpflegern. Ich habe einen Teil des Funktionsdienstes, da zählt zum Beispiel die OP, Anästhesie dazu, Endoskopie, also auch große, anspruchsvolle Abteilung. Ich habe außerdem noch das Team des Therapiezentrums unter mir, was ich auch führen darf. Und dann noch Psychologen, also quasi eine sehr bunte Mischung, aber macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache, wenn man das schon mal hört, macht Spaß. Sie kommen auch aus der Richtung, also Sie haben vorher schon in dieser Form gearbeitet. Genau, ja, also ich bin ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger, durfte nach der Ausbildung gleich auf Intensivstation arbeiten, habe dann die Fachweiterbildung gemacht für Intensivpflege. Habe dann irgendwann angefangen noch zu studieren, berufsbegleitend, den Bachelor und Master im Gesundheitsmanagement, auch bei einer Vollzeitstelle. Und hatte dann die Möglichkeit, nochmal ins Qualitäts- und Risikomanagement zu wechseln für zwei Krankenhausstandorte. Und die Funktion als Pflegedirektor, das war ja die eigentliche Frage, übe ich jetzt schon seit über 3 Jahren aus. War vorher im Tochterunternehmen von Asklepios, Mediklin Bad Düm. Und dort zuständig für ein Krankenhaus, Fachkrankenhaus und für ein Reha-Zentrum. Wenn man frisch wo reinkommt, es ist ein eingespieltes Team. Aber hat man Visionen, hat man Vorstellungen, ja, das würde ich gerne noch machen oder das könnte man ändern oder ja, in dieser Form? Gibt es das schon in dieser Kürze der Zeit? Also natürlich habe ich an mich selber eine Erwartungshaltung. Und natürlich auch meine Vorstellung, wie ich welche Sachen halt auch gerne entwickeln möchte oder was für Prozesse für mich halt entscheidend sind, die halt nur auf diesem Wege umzusetzen sind. Da gibt es schon Gedanken, aber das ist natürlich immer nicht so gut, wenn man am Anfang dann gleich zu viel verändern möchte, weil natürlich das, was hier aufgebaut wurde, das hat ja auch einen Sinn, warum und weshalb manche Sachen so laufen. Und da steckt natürlich auch viel Arbeit, gerade der Mitarbeiter und Energie auch dahinter. Und das will ich auf keinen Fall irgendwo in Frage stellen. Und wenn es wirklich dann irgendwo Potenzial gibt, um irgendwas zu verändern, dann mache ich das zumindest so, dass ich mir dann auch die entsprechenden Mitarbeiter mit dazu hole und Frage einbeziehe, weil das so einfach was mit Wertschätzung zu tun hat. Wenn Sie so Ihren Tagesablauf sehen, was ist die größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung ist aktuell der Terminkalender, weil ich bin wirklich am Schieben und Machen, weil natürlich ich auch ganz viele Leute kennenlernen möchte und halt schon die ersten ja, intensiven Arbeitsbeziehungen halt auch aufbauen und mit dem einen oder anderen auch schon vertiefen möchte. Das ist natürlich logistisch schon immer eine Herausforderung, weil so viele Stunden hat der Arbeitstag jetzt nicht. Also ich bewege mich auch aktuell immer über die Zeit drüber hinweg. Und ja, das ist aktuell das Schwierigste.
Eine letzte Frage von mir. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Sie haben bestimmt Wünsche. Jeder Mensch hat Wünsche. Ja, also ich wünsche mir, dass wir den Standort weiterhin so absichern, dass wir halt wirklich Patienten in ausreichender Anzahl und in der ausreichenden Qualität versorgen können, dass wir den Pflegedienst und natürlich Pflegefunktionsdienst weiterentwickeln. Dabei wird uns unser eigenes Bildungszentrum extrem viel helfen. Das ist die Säule, die ich gerade für die nächsten Jahre einfach auch als Rettungsanker sehe, prinzipiell für jedes Krankenhaus, weil man damit diesen Fachkräftemangel, den wir in der Pflege haben, doch ein Stück weit, naja, nicht beherrschen kann, aber man würde das ein bisschen verbessern, weil halt immer wieder neues Pflegepersonal auch nachkommt. Und da setze ich einen Fokus drauf, ganz klar. Das Thema Ausbildung wird für uns die nächsten Jahre entscheidend sein, um halt, und damit hängt ja alles zusammen, auch die Arbeitsbedingungen besser zu machen. Weil je mehr Pflege ich am Bett habe, umso schöner ist es am Ende für die Pflegefachkraft. Ja. Das ist mein großes Ziel. Und da arbeite ich eigentlich seit Tag 1, seitdem ich hier bin, schon dran. Also ich habe schon die Kontakte auch ins Bildungszentrum geknüpft. Das ist alles schon auf dem Weg. Und auch da wird zwar hervorragende Arbeit gemacht. Dann bleibt uns ja nur noch eins, Ihnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen, dass Sie das alles umsetzen können. Und irgendwann sehen wir uns hier wieder und werden Sie mal begleiten, so mal am Tag, und Ihre Arbeit dann mal schauen, wie der Tagesablauf so wirklich dann ist und nicht nur am Schreibtisch. Dankeschön. Ich danke.